Ja, hallihallo, ihr Lieben. Ich muss mal ein bisschen vloggen, vloggen, wie auch immer. Sind ein paar spannende Dinge passiert. Zum einen natürlich das, was oben drüber steht. Die aktuelle InStyle vom Juli 2010. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich euch nicht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nie mitbekommen, dass ich da drin stehe. Also ich kann mich noch genau erinnern, als mich das erste Mal jemand angetwittert hat, oh Coco, du stehst in der InStyle. Ich so, was, wie bitte? Und bevor jetzt irgendwie alle denken, was labert die Coco denn da? Ich habe das nicht gesehen. Okay, es ist nur mein Shop. Aber ich persönlich finde, das ist so unglaublich, dass ich euch das einfach mal zeigen wollte. Und zwar auf Seite 141 könnt ihr hier unten sehen, über kosmetik-cosmo.de. Es geht um die Urban Decay Primer Potion und wo man sie beziehen kann. Ja, und so ein Link in so einer Zeitschrift, vor allem, Entschuldigung, wenn das jetzt etwas gewackelt hat, vor allem, wenn es die InStyle ist, die dann ja auch einen Monat rauskommt, das ist natürlich der Oberkracher. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass in meinem Shop seit Ding, 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 Ding geht. Wäre schön, wenn es so wäre, aber ich denke, der ein oder andere findet dann meinen Shop, den er sonst vielleicht nicht gefunden hätte. Und das ist natürlich ziemlich toll, die ganze harte Arbeit und alles, was ich da bisher rein investiert habe in den Shop, scheint sich auszuzahlen. Also das finde ich ganz, ganz toll. Ja, liebe InStyle-Redaktion, vielen Dank dafür. Ich werde euch dann demnächst, wenn meine eigenen Produkte rauskommen, auch mal was schicken. Vielleicht gefällt euch ja dann was davon. Also schauen wir da einfach mal. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem großen Thema, wo es dann auch ein bisschen drum geht, den Shop. Ich habe nämlich ein paar neue Sachen und wollte euch dann auch noch mal so ein bisschen auf den Stand der Entwicklung bringen und mit meinen eigenen Produkten und so weiter. Also wer da keinen Bock drauf hat, sollte genau jetzt abschalten. Aber ich weiß, ihr tut es sowieso nicht, weil ihr neugierig seid. Zum einen hier dieses Baby. Das war ja irgendwie eine ganz komische Aktion. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich einen MAC-Face-Chart hatte. Und dann war das irgendwie so eine spontane Idee. So, ach, ich kann ja mal einen Coco-Face-Chart machen. Und dann seid ihr so abgegangen in den Kommentaren auf dieses Teil, dass ich gedacht habe, jo, okay, für mich wäre das jetzt einfach nur so ein Hirngespinst gewesen. Manchmal braucht man ja jemanden, der einem erstmal zeigt, wie gut die Idee war, die man da so hatte. Und ja, das wart ihr. Also auch da nochmal vielen Dank an euch. Ich weiß gar nicht, was ich ohne euch machen sollte. Ja, bevor es jetzt zu schmalzig wird, fangen wir dann mal an. Ja, und dann habe ich mich halt dran gesetzt, einen Coco Face Chart zu entwerfen. Das ist überhaupt eigene Produkte herzustellen, das ist echt überhaupt nicht einfach. Und manchmal denke ich mir, oh, was du dir da ans Bein gebunden hast. Interessante Story zwischendurch. Ich habe ja früher bei einem Juwelier gearbeitet, bei Charlotte. Ich habe euch da ja schon mal von erzählt und ich weiß, ich habe immer noch kein Video gemacht. Und die haben ja auch mehrere Kollektionen im Jahr so rausgebracht. Und ich habe das nie verstanden, dass die immer so, ja, langwierig da die Entscheidungswege waren und warum kann man es nicht mal schneller machen und warum kann man das jetzt nicht darauf festlegen und wenn ihr sagt, das soll im Mai kommen, warum kommt es denn dann erst im August und habe mich da immer tierisch drüber aufgeregt, weil ich dachte, ey, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Mittlerweile habe ich ja irgendwie die Seiten gewechselt, gehöre jetzt auch zum produzierenden Teil der Geschäftsleute und muss euch sagen, Halleluja. Also das zieht sich, was da alles bedacht werden muss. Auf jeden Fall immer ganz, ganz viele rechtliche Geschichten. Sachen, von denen ihr überhaupt nie gedacht hättet, dass man die beachten muss. Die muss man beachten, ich sag euch. Also ein guter Haus- und Hofanwalt ist da echt schon irgendwie Gold wert. Dann, ja, wie soll das aussehen? Das fängt ja zum Beispiel bei dem Face Chart schon an. Wie soll das Gesicht aussehen? Also ich wollte das von Anfang an, dass das wie meine kleine Comic-Coco ist. Und deswegen ist das auch ein bisschen comichaft. Und wem das zu comichaft ist, der soll dann bitte ein MAC Face Chart oder so nehmen. Aber ich fand das halt cool. Und der Blog ist jetzt auch schon im Shop.
erhältlich. Ach so, ja, man muss ja dann zum Beispiel auch ein Deckblatt, ein Cover machen. Da haben wir dann extra ein Shooting für angesetzt. Ich kam mir schon vor wie eine dieser ganz wichtigen Firmen bei GNTM. Ich war der Kunde und ich habe ein Shooting gemacht. Ein Shooting, ja. Für Papier und Schminke. Naja, egal. Bei dem Shooting war dann auch die Reni mit dabei und da haben wir dann ein bisschen gefilmt, so eine kleine Footage-Sammlung. Aber ich glaube, das lade ich euch dann nochmal separat hoch oder so. Keine Ahnung. Naja, das haben wir dann geshootet. Wir haben da auch drei verschiedene Deckblätter gemacht. Ja, keine Ahnung. Und jetzt ist das halt so, sieht das halt so aus. Da ist jetzt eben auf der einen Seite das Face Chart und auf der anderen Seite so eine. Könnt ihr das sehen? Nein. So eine linierte, ja, was ihr halt für Produkte benutzt habt und so weiter. Das ist die eine Sache, die es neu gibt. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich. Nee, anders. Wir fangen anders an. Dann gibt es noch eine andere Sache, die neu ist: Kokos erste LE. Und ich wechsle hier gerade schon immer die Farben von Orange zu Weiß. Naja, wurscht. Kokos erste LE. Da habe ich euch also auch ein Blogposting auf Frag die Gurus zugemacht. Das könnt ihr euch auch mal angucken, verlinke ich euch. Mit Rouge Rosi und Contour Color in rosa Ziegenhaar. Richtig geile Pinsel. Und die sind nummeriert. Könnt ihr das sehen? Die haben eine Lasergravur. Und ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, die erste LE aufzunehmen mit einer Auflage von 1000. Ich denke immer nur an euch. Dieser LE-Hype, oh, ich krieg's nicht, ich krieg's nicht. Nein, aber mir tat es so leid, also ich hatte irgendwie nicht Lust, nur 100 Stück davon zu machen und dann sind die Pinsel irgendwie nach einer Woche ausverkauft. Deswegen habe ich gedacht, machen wir ein paar mehr. Wenn es die jetzt dann die nächsten 5 Jahre mein Kosmetik-Cosmo gibt, dann kann ich das auch nicht ändern. Das ist dann eben so. Gut, also das sind die beiden Pinsel. Verlinkung mache ich euch auch mal in die Infobox, genauso wie zu dem Face Chart Blog. Aber, und da wollte ich jetzt gerade schon hin, da kommen wir jetzt zurück. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich weiß ja, dass ihr immer so auf Sonderangebote steht. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, ein Newsletter-Tool entwickeln zu lassen, sodass ich demnächst da euch regelmäßig E-Mails schicken kann mit Artikel XY ist jetzt im Angebot oder das gibt es jetzt neu bei kosmetik-cosmo.de, bla bla bla, sowas halt. Und aber ich habe mir auch überlegt, wenn ich so Videos mache, wo ich entweder neue Sachen zeige oder wenn ich zum Beispiel einen Look mache, jetzt mit Inspiratorial oder Tutorial, völlig egal, dass ich so eine Video-Sternschnuppe mache, passend zu, ja, Kosmetik Cosmo, diesem ganzen All-Thema da, so eine Video-Sternschnuppe, wo ihr quasi ein paar Dinge zu einem besonderen Preis bekommt. Und da wollte ich eigentlich heute mal mit anfangen. Ihr kennt ja mein Pinselset, was ich schon habe, die 12 Pinsel mit der Kosmetik Cosmo Tasche. Und ich habe euch 30 Stück gepackt mit einer limitierten Contour Color und einer limitierten Rouge Rosi. Und obwohl die beiden Pinsel etwas teurer sind als die normalen, weil das rosa Haar etwas teurer ist, kostet dieses Set 10 Euro weniger. Also wer schon immer auf das Set scharf war, der sollte da mal schauen. Ich packe euch auf jeden Fall den Link dazu in die Sidebar, Infobox, wie auch immer das Ding heißt. Und ja, das war eigentlich so das. Ach so, nee, ich kann euch noch ein bisschen erzählen, was so in Zukunft so kommt. Also ich bin ja nach wie vor schwer daran, die Lidschatten zu machen. Und oh, so Gott will, sind jetzt bis auf eine Textur stehen alle Farben. Bei einer muss ich halt noch gucken, die ist noch nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Und dann sind wir jetzt gerade dabei, die Verpackung zu designen, es ist sowieso, wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was alles entschieden werden muss, bis ein fertiges Produkt im Regal steht. Die Verpackung, also erstmal nicht das Pappding, was drumherum ist, sondern die Verpackung an sich, bis wir die gefunden hatten, hat schon ewig gedauert. Wir haben sie jetzt gefunden, aber ich will euch noch nicht verraten, wie sie aussieht. Ja, dann, welche Farbe soll die Verpackung haben? Soll eine Pappverpackung drum, ja oder nein? Wenn ja, eine Pappverpackung, wie soll die jetzt aussehen? Und ich kämpfe ja im Moment irgendwie an 30 Fronten, weil ich ja da nicht nur ein Produkt mache, sondern gleich 30.
ich will jetzt auch wenig rumheulen, das macht ja total viel Spaß. Und wenn man dann echt so ein Produkt in der Hand hat, das ist echt unglaublich. Also das wirklich so mal aus meinem kleinen Ebay-Shop, den ich da vor 4 oder 5 Jahren mal angefangen habe, na egal, dass das daraus wird, hätte man nicht gedacht. Vor allem, dass ich dann in der Insta mal stehen könnte. Aber jetzt habe ich total den Faden verloren. Ach so, Kosmetik, Kosmoprodukte. Ich bekomme euch im... Jetzt geht gar nichts mehr. Ich bekomme von euch auch immer die Frage, die Nail Reels. Ja, die Nail Reels kommen. Auch da lasse ich gerade eigene anfertigen. Und wenn das... Da muss extra so ein Werkzeug für geschnitzt werden. Und das dauert und dauert und dauert und... Mein Fuß ist eingeschlafen, Entschuldigung. Also, ich habe jetzt die ersten Muster schon in der Hand gehabt und ich hoffe, dass das jetzt wirklich bald kommt. Also auch da bitte ich euch noch um ein ganz klein wenig Geduld. Wenn alles klappt, wird es nächste oder übernächste Woche, ich hoffe, dann ist es schon soweit, wird es das nächste eigene Cosmo-Produkt geben. Ein paar YouTuber wissen schon, wovon ich spreche, aber nur ganz wenige. Also lasst euch da überraschen. Ich habe ganz, ganz viel in der Pipeline und ich war ja auf der Kosmetikmesse in München vor ein paar Wochen. Und da habe ich auch sehr interessante Firmen gefunden, die für mich in Zukunft Kajale und. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, also... Ich denke, im nächsten halben Jahr passiert ganz viel und ich hoffe, dass es dann irgendwann mal, genau wie bei MAC oder Essence, regelmäßige Limited Editions gibt und ja, das immer weiter ausufert. In diesem Sinne wollte ich mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr die Inspitorials so toll findet, die ich ja jetzt kreiert habe. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht wirklich was Neues, aber für mich war es was Neues und das funktioniert jetzt einfach so und das ist deswegen für mich einfacher, weil ich die Kamera einfach mitlaufen lasse, wenn ich mich morgens schminke. Jetzt bin ich zwar generell ein kommunikativer Mensch, aber morgens um 8 noch nicht so. Das kann man jetzt gerade nicht sagen. Meine frühere Chefin hat immer gesagt, da musste ich allerdings auch erst um 10 Uhr anfangen, war noch extremer, also vor 11 Uhr braucht man die Frau Engelshofer mit der Kneifzange nicht anfassen. Und wenn dann schon direkt um 10 hat der Laden dann ja aufgemacht. Und wenn dann schon Kunden vor der Tür standen, dann habe ich innerlich gedacht, oh, hau doch einfach ab, wer will denn jetzt schon reden? Aber naja, egal. Wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen? So entstehen, glaube ich, Vlogs bei anderen Leuten. Ich habe ja so richtig gevloggt, habe ich ja irgendwie noch nie. Dass man so von Höchstgen auf Stöcksten kommt. Und wenn dieses Video jetzt fürchterlich lang wird, dann tut mir das auch schrecklich leid. Aber naja, egal. Bin ich jetzt eigentlich fertig? Ich weiß es nicht. Werde ich wissen, wenn ich es mir angeguckt habe, sollte ich was vergessen haben, reiche ich es in irgendeinem der nächsten Videos nach. Es wird auch mit Sicherheit demnächst der nächste Teil der Sommerserie kommen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, in diesem Sinne, es ist schönes Wetter und ich gehe jetzt in den Garten Hecke schneiden und Blumen schnippeln. Ciao, ciao, eure Coco.